Die vorletzte Folge von dem Daryl Dixon Spin-Off ist draußen. Wir haben viel neue Infos bekommen, was momentan passiert und was in der nächsten Folge passieren wird, wie immer nach dem Intro. Willkommen bei einem neuen Video, Leute. Es geht heute um die 5. Episode von Daryl Dixon, dem Spin-Off Staffel 1. Und ich muss sagen, das war eine sehr gute Episode. Ich habe mich ja in der letzten Folge darüber ein bisschen, ja, sagen wir mal, beschwert, in Anführungszeichen, dass nach Folge 1 die Folgen eher nur okay waren. Aber ich muss sagen, die Folge jetzt war wieder richtig gut. Die hatte von allem etwas. Die hatte ein paar neue Sachen, ein paar Rückblicke und hatte nochmal so einen kleinen Twist, in Anführungszeichen, ziemlich in der Mitte. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr gute Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Fangen wir vielleicht erstmal an. Daryl ist immer noch unterwegs mit Laurent. Und die wollen ja in Richtung Nest, so nennt das sich, gehen. Das ist in dem Fall diese burgähnliche Festung mit diesem Wattenmeer da. Und ja, das ist in dem Fall das Ziel von den beiden. Unterwegs werden sie angegriffen von einigen Beißern in der Nacht. Und Laurent schneidet das Seil durch, an dem das Boot hängt, weil er nicht möchte, dass sie da ankommen. Er weiß nämlich genau, dass Daryl danach auch gehen würde und alle anderen haben ihn schon verlassen. Deshalb versucht er es ein bisschen zu sabotieren und sie machen sich dann so auf den Weg, indem sie halt, ja, zu Fuß gehen. Da gibt es auch mal eine Szene, in der Daryl mal wieder sehr wütend ist. Und generell haben wir Daryl so gut wie niemals wirklich wütend gesehen. Also das war eine der wenigen Szenen, die wir von ihm kannten, die sowas in dieser Art auf jeden Fall gezeigt hat. Krass auf jeden Fall, hat mir gut gefallen und ja, dann wurden sie halt auf dem Weg dorthin von einigen Soldaten oder in dem Fall Söldnern eigentlich eher von Quinns Armee geschnappt. Obwohl ja in dem Fall Quinn selber sie gar nicht befehligt hat, sondern in dem Fall Anna, die ja was dagegen hat, dass jetzt Isabel wieder da ist. Weil Quinn jetzt versucht, alles von damals gut zu machen. Also er versucht tatsächlich, ein, in Anführungszeichen, besserer Mensch zu werden, damit Isabel ihm wieder in die Augen schauen kann und auch wieder respektieren kann. Er möchte tatsächlich da wieder das aufbauen und Anna hat natürlich was dagegen. Gleichzeitig will aber auch Isabel ihn nicht mehr haben und wollte ihn umbringen, indem sie da so ein Stück von einem Spiegelrand abgebrochen hat. Konnte es aber nicht und hat dann in einem kleinen Briefchen oder in so einer kleinen Rollnachricht erfahren, dass die ganzen anderen Leute, die zu ihr gehören, jetzt in der, ja, Festung sind, in der sich unsere, ja, Chefin befindet. Unsere böse Chefin, unsere gegnerische Chefin. Und die haben vor, dort einiges an Radau zu veranstalten. Und haben ihr gesagt, dass sie in dem Fall auch dahin kommen soll. Und deshalb hat sie in dem Fall auch gesagt, okay, hey, ich tue jetzt mal so, als ob ich wieder cool mit dir bin. Oder ich versuche es. Und ja, dann hat Quinn sie mitgenommen, weil er eben eine Einladung erhalten hat. Dort drüber. Warum hat er ihn erhalten? Komisch. Anna hat ihn in dem Fall verraten, hat Daryl ausgeliefert und dadurch wurde in dem Fall auch klar, dass Quinn in der letzten Folge gelogen hat, was Daryl betroffen hat. Und ja, jetzt wurde in dem Fall auch Quinn eingesperrt. Am Ende der Folge haben wir dann außerdem noch gesehen, dass Daryl jetzt in diesen Ring geführt wurde und jetzt gegen eine Variante kämpfen soll, die sie selber hergestellt haben. Wir haben ja schon in einer der ersten Episoden gesehen, dass sie da ein bisschen herumexperimentieren und anscheinend haben sie es geschafft und dieser eine Beißer, der jetzt da reingeworfen wurde, sah ja übelst krass aus auf jeden Fall. Das sah wirklich sehr cool aus. Das CGI von diesen Beißern, die da runtergefallen sind in Folge 2 oder 3, sah nicht sehr professionell aus, weil hier sahen diese ganzen Wehen, die Veränderungen in den Augen, das sah wirklich sehr cool aus, hat mir richtig gut gefallen. Und da können wir auch gleich mal so einen Sprung machen zu der anderen Timeline, die wir gesehen haben. Wir haben zwar niemanden von den alten Leuten gesehen, aber er hat mal kurz mit Carol gesprochen. Und zwar war ja sein Tank da leer von seinem Motorrad und ein Typ hat ihm da gesagt, er hilft ihm, wenn er der Gruppe von ihm hilft und die mussten da in dem Fall Beißer zusammensammeln, hat er gemacht, hat sein Benzin bekommen und ja, hat dann aber Stress mit einem anderen Typen angefangen und dann wurden der Typ und er, ja, in dem Fall gefangen genommen und zu diesem Frachter geführt, der sie dann auch nach Frankreich geführt hat oder verfrachtet hat. Krass auf jeden Fall, dass dann in dem Fall so jetzt
vonstatten gegangen ist. Jetzt wissen wir auch genau, was da passiert ist. Und es hat mir sehr gut gefallen gegen Ende, als dann dieser eine Variantenbeißer ausgebrochen ist und wir gesehen haben, wie schnell und unverfroren der ist. Das sah wirklich sehr, sehr, sehr heftig aus. Hat mir sehr gut gefallen, weil das wirklich mal eine neue Gefahr war. Und ja, Daryl hat es auch gesehen und ist dann von Bord gesprungen und steht jetzt in dem Fall in der letzten Folge dieser Staffel diesem Beißer gegenüber. Wir haben auch schon im Trailer gesehen, er überlebt es ja auch, klar, logisch. Und deshalb werde ich mal gespannt sein, wie er ihn dann genau tötet. Er hat eine Axt zugeworfen bekommen, was ich schon ein bisschen overpowered finde. Ich meine, die wollen, dass er stirbt in dem Kampf, aber geben ihm eine Zweihänder-Axt. Also, ich glaube, die unterschätzen ihn immer noch nach all der Zeit. Aber nun gut, ich bin gespannt auf die letzte Folge, wie es enden wird. Und ich denke mal, was auch immer passiert wird am Ende von Staffel 1, Daryl wird auf jeden Fall nicht zurückgehen. Es gibt einen Grund, warum er auf jeden Fall da bleiben muss. Und Staffel 2 ist ja auch schon bestätigt und wird auf jeden Fall auch passieren. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der äußerst brisant war. Und zwar kurz bevor er diesen Streit angefangen hat mit diesem Typen, hat er noch einmal versucht, über so eine Funkstation Kontakt aufzunehmen nach Hause und hat dann mit Carol gesprochen. Und Carol hat tatsächlich eine Sache gesagt, die jeden Zuschauer in Aufruhr erregt haben sollte. Und zwar hat sie gesagt, dass jemand zurückgekehrt ist. Sie hat den Namen zwar gesagt, aber durch das Rauschen, ja, konnte man es halt nicht verstehen. Daryl konnte es auch nicht verstehen. Und die letzte Frage, die er gestellt hat, oder versucht hat durchzustellen, war: Carol, wer ist zurückgekehrt? Und Leute, ich meine, es ist klar, wer es ist. Es kann ja nur eine Person sein. Bedeutet in diesem Fall, dass zu dem Zeitpunkt Rick Grimes schon wieder zu Hause ist. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der Rick Grimes-Serie sehen, wie er und Michonne am Ende wieder zurückkommen werden nach Hause und weder Rick noch Negan noch Maggie da sein werden. Bedeutet, am Ende von den jeweiligen beiden anderen Spin-Offs werden Maggie, Negan, sofern beide überleben, und Daryl auch wieder zurückkommen und dann in der letzten Folge auf Rick Grimes treffen. Also, ich meine, es ist natürlich nicht bestätigt, aber also an sich ist es bestätigt. Es kann ja nur darauf hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass Maggie und Negan... Ich glaube nicht, dass Negan sterben wird. Ich glaube, Negan überlebt zusammen mit Maggie und ich glaube, beide kommen wieder zurück. Ich glaube, am Ende wird Maggie ihm irgendwie vergeben. Und ich denke, dadurch dann werden auch alle drei Charaktere, die jetzt gerade immer noch weg sind von zu Hause, dann wirklich wieder auf Rick Grimes treffen. Und darauf bin ich so gespannt, Leute. Ich freue mich so sehr schon darauf. Ja, jetzt haben wir noch eine Folge von Daryl Dixon vor uns und danach geht es weiter mit der zweiten und letzten Hälfte von Fear the Walking Dead. Ich bin auch sehr gehypt darauf, seid gespannt, es werden wieder viele Videos dazu kommen und deshalb würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die letzte Folge von Daryl Dixon erscheint.